Der Anfang war jetzt ein bisschen scheiße, aber okay. Jawohl! Ciao! Na! Lachhaft. Lachhaft, Alter. Lachhaft. Okay, da sehen wir ihn schon. Sieht schon nicht schlecht aus. Okay, let's go. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von GTA Online. Heute haben wir wieder ein paar schöne Parcours vorbereitet. Und das Ganze mit dem besten Dennis Juntag. Hallo. Wir starten direkt wieder mit einer schönen Runde Tauchen. Yes, we did. And we start with the free caller and then we go to the people and we tauchen. Also we dive. Ja, mein Bein. Jawohl, nein. Wie, du kommst Thomas da durch? Ah. Ah, doch nicht tauchen. Na gut, knapp verfehlt. Lol, ich hab keinen Schaden genommen. Ja, ich weiß. Ich bin wieder der Freakraller. Komm schon, ich darf doch nicht jetzt schon am Anfang so weit zurückfallen. Nein, blöde Map. Oh Gott, oh Gott. Hey, sehr schwierig. Oh Gott. Digga, ey. Junge! Wegen dir hab ich jetzt zerkackt! Was? Wolltest du nur ein Hurensohn bist, Junge? Was ist denn dein Scheißproblem? Weiß gar nicht, was da ist, voll easy. Ja, du musstest mich ja rampen und drehen, dann wollte ich mich zurückdrehen und dann bin ich rausgefahren. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Wenn du so ein Lutscher bist. Ja, klar. Ah, ja. Danke. Den scheiß Panto, wie soll ich dich wegtreuen, Alter? Digga, verpiss dich mal, ja. Gesaved. Los, Sumo! Ich fahr ihm einfach mal hinterher. Oh, das war sogar richtig. Ja, jawoll! Das ist ja so ein Glück und ich flieg raus. Als ob meins einmal richtig war. Das ist verkeckt. Ah, es ist dämlich. Wow. Ist da nur eine Wand? Ist bei dir eine Wand? Ja. Lol, als ob ich da zweimal hintereinander das Richtige hatte. Okay, es ist also rot. Blöde Wand, fahr runter. Du Wichser. Hui! Alter, ist das euer Ernst? Ach, ist das geil, Alter. Ich brauch nichts machen. Ach, ich soll. Ganz großer Junge. Ja, klar. Mit dem Freecrawler, so einen kleinen Panto wegzurammen hier. Ja, komm, reicht jetzt. Was? Wer ist hier der Stärkere? Der kleine Panto natürlich. Der, aber piss dich mal jetzt, hast du Schuss aus. Junge, wenn diese Wand da oben nicht wäre, dann würde ich dich sowas von easy besiegen. Wieder mal. Ich sehe gar nichts, Kamera, hallo! Ah.
Okay, reicht. Ah, oh, ist das schön. Jetzt komme ich nicht mehr über diese Wand rüber. Auf euch, Freunde. Ja, direkt Kamikaze fährt. Na klar. Stark, ey. Hui. Der Freecrawler ist schon geil, oder? Oh Gott, verpiss dich! Nein, ich hab's auch, jawohl. Darf ich alles von vorne fahren? Nee, hä? Doch. Hä? Achso, nee. Ah, falsche Fahrt. Ja, ich hab's doch so gesehen, Alter. Du bist ein dreckiger Moller. Ja, Digga, ja, ich hab die einfach outplayed und mehr ist hier nicht passiert, Alter. Das ist einfach scheiß Bremsen gewesen, Digga. Ja, ich hab gebremst, weil ich gesehen hab, dass du bremst. Digga, seitdem ich deinen Punkt da oben gesehen hab, hab ich genau gewusst, was du vorhast, Alter. Ja, Digga, was bist du? Fahr wieder vor! Oh, geil, Mann. Was ein guter Spawn, mal wieder richtig gut gesetzt. Ah, oh, ist das gut. Digga, ich hab einfach gesehen, was du vorhast und hab einfach reagiert, ey. Ah, oh, ist das gut. Digga, ich krieg dich weg, Alter. Ohne Scheiß. Ich muss nichts machen! Alter, diese Karre, ja, was ist vor mir gefallen? Der kippt einfach um, ey. Bitte. Die Karre ist so schlecht, Digga. Was hat der für ein schlechtes Gleichgewicht? So. Ja, muss ich über die Bowlingkugel? Nee, ach so. Muss erst einmal berühren. Die Karre kann nicht mal geradeaus fahren. Ich drücke nichts und der wird schräg, Junge. Hätte ich jetzt auch gesagt. Alter, ich hab keinen Bock mehr. Digga, diese Karre, das kannst du ja sowas von vergessen. Scheiße. Mann! An dieser Stelle ist die Map leider für mich beendet, weil dieses Fahrzeug nicht für diesen Abteil geeignet ist. Nee, das war voll easy. Ja, mit Mods ist das auch easy, Alter. Deine Mutter ist auch easy, weißt du das? Digga, labert die mir hier voll, ey. Eine Ewigkeit später. Keine Chance, Digga. Ich komm nicht zurück. Wie random ist das bitte? Ich weiß nicht. Schade. Ja, was ist denn da so schwer? Einfach rübergehüpft und... Ja, einfach rübergehüpft. Einfach rübergehüpft. Hm? Wahrscheinlich drückst du wieder irgendwelche Mod-Tasten, dass er da einfach rüberhüpft. Nein, bei mir.
bei normalen Spielern ist das so, dass der da nicht rüber hüpft. Bei normalen Spielern. Klar. Ich bin ein normaler Spieler. Nee, bin ich nicht. Digga. Ich bin, du hast recht, ich bin durchaus kein normaler Spieler, ich bin Pro-Spieler. Diese, wirklich diese Speiskarre ist so schlecht. Tja, das war so klar. Finally, Alter. Hat ja auch nur 1 Million Jahre gedauert. Hä? Ach, das muss ich noch nicht machen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach oben. Okay, 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 beruhig dich. Ich hab den Punkt bekommen. Okay. Dann warte ich hier erst mal. Langweilig, eine Bremse, Alter. Ich bin einfach aus der Führung rausgeflogen. Ja, stark. Oh. Also die Map funktioniert bei mir überhaupt nicht irgendwie. Oh, hä? Ah. Keine Ahnung, was das war, aber hat geklappt. Hä? What the fuck? Das ist doch dieses Wasser-Auto-Boot, oder? Ja. LOL. Finde ich geil. Ach du Scheiße. Ja, ja. Nein, lass mal frei! Nein! Ah. Hä, wo denn? Ah. Oh, Alter. Wow, Digga. Geil. Ah. Ich hab den Punkt, kann ich bekommen. Jawohl. Ciao. Hui. Oh, ist das gut, Mann. Die Map läuft so schlecht bei mir, wirklich. Oh, ist das geil, ey. Ah, ich bin runter. Ich bin noch. Okay, komm. Ich bin ins Wasser! Was ist mit dieser Map los? Hallo! Ganz komischer Aussortierer. Und ich glaube, das ist das Ziel, ja. Hey, kaum habe ich den Freecaller wieder, klappt ja gar nichts mehr. Diese Karre! Ja. Was ist denn das für eine Speiskarre, jetzt mal ernsthaft? Oh, Arschloch rein. Ja. Renn da! Von hinten, Alter! Jawoll! Jawoll! Ich hab gebremst, ey. Junge, die Spawnpunkte sind so scheiße ausgerichtet. Und damit Ziel, jawohl, ciao! Ah, 18 Minuten, na immerhin.
eine Map machen wir auf jeden Fall noch. Und die würde ich sagen, seht ihr jetzt. Weiter geht's mit dem Warride Level German 2. Ein 56% bewerteter Warride. Gefahren mit dem X21 und dem PR4. Und wir starten unter der Map mit der Barty. Interessant. Schauen wir mal. Okay, ich wollte gerade fragen, ob das jetzt an meinem PC liegt oder ob bei dir auch. Hä? Was ja, du spurst direkt da, oder was? Der Anfang war jetzt ein bisschen scheiße, aber okay. Jawoll! Ciao! Na! Lachhaft. Lachhaft, Alter. Lachhaft. Okay, da sehen wir ihn schon. Sieht schon nicht schlecht aus. Gucken wir mal, ob da Warwick-Wechsel drin sind, ne? XA21 soll es sein und mit dem PR4. Auf jeden Fall jetzt nicht so wenig Prozente, deswegen müsste es ja eigentlich... LOL, direkt überdreht erstmal, ja, weil ich zu viel Speed hatte. So, na dann fahren wir doch mal auf und gucken auf mal, auf da. Gucken wir mal. Okay, mein T-Shirt krisselt gerade so ein bisschen, das will ich entschuldigen. Hä? Ah ja, einfach da unten. Wow, Digga. Turtle Slide und ein ja, Wendler. Gegenfahren. Michael? Ja. Ganz genau. Ist doch so ein easy first try ball, right, oder? Erster ja, Punkt zumindest schon. Ja, das wird hier kein richtiger Punkt sein. Oh, jetzt muss ich hochfahren. Ein bisschen abbremsen. Ah, schön. Kann mich an die mal ganz kurz hier um mein T-Shirt kümmern. So, oh, das müsste jetzt eigentlich passen. Ja. Ah, jetzt passt das da rechts am Rand nicht. Was hin. Und weiter geht's. Okay, weiter geht's. XA nochmal. Also ein paar mehr Warwrights, also okay. Das oh. Alles. Geht's ein bisschen ab. Okay, jetzt Wechsel, aber... Ah, okay, eigentlich hätte es flippen einfach unten sollen. Fahren. Ja, du musst unten einfach an der ja, Dings... Hab ich, aber es hat bei mir nicht geflippt. Hä? Ja, war irgendwie fail, keine Ahnung. Jo, okay. Eigentlich, also die Physik habe ich verstanden, auch was ich machen muss, aber es hat nicht funktioniert gerade. Alter, das war voll geil. Du musst halt voll gegen die Wand fahren. Und denkst erstmal, du hast verkackt und dann fährst du irgendwie weiter. Mega gut. Alter. Okay, lol. Finde ich super. Cooler Parcours. Ja, Parcours ist ja Warride, ne? Warride meine ich ja, aber ist ja. Okay, und ganz zum Schluss ein Weitsprung. Coole Map, nennen wir sie coole Map. Auch First Try, komm, ich mache jetzt hier alle First Try, sag ich dir ehrlich. Und weiter geht's nämlich mit dem PR4. Auch schon, Mensch. Ja, wie gesagt, der Flip hat halt einmal nicht funktioniert, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich auch First Try geschafft. Weil der war ja jetzt nicht so schwer, sag ich jetzt ganz ehrlich. Bitte nicht wegrammen, ich würde es auch mal versuchen, First Try zu schaffen. Oh, wir müssen einmal... Aus der Speed? Nö. Halt damit, wie wenig Speed du da einfach fahren kannst. Dazu gerade richtig epische Mucke, schade. Ich bin noch dran. Ich habe meine Chance noch nicht verspielt, dann kommt noch mal so ein Wendler. Ja, Michael. Okay, dann geht's da irgendwie hoch. Ja, sieht immer noch gut aus für mich, sage ich dir ehrlich. Die Formulas sind halt wirklich sehr, sehr stabil. Oh. Und wieder First Try. Oh, und hier kommen jetzt aber Warwick-Wechsel. Zwei Stück. Okay, aber mit dem Formula. Ja, das heißt, du brauchst keinen Warwick-Wechsel machen. Na gut. Okay, Glück gehabt. Kommt jetzt hier noch. Aha. Jetzt noch durch die Edwards durch. Also bisher kann ich meine Bilanz noch halten. Alles First Try. Schön für dich. Ja.
Aber vor, damit weiterzumachen. Achso, wir brauchen mit dem, weil er an der Straße fahren kann. Ah, weil der Punkt hier ist, musst du sogar hier fahren. Dann muss man nach oben. Ja. Coole Map, aber jetzt hier gerade nicht sehr anspruchsvoll. Ah, da hinten kommt noch so eine Wand mit den... Nee, ist nur eine Wand. Aber ich sag mal, 52% ist ja jetzt natürlich auch nicht die Welt. Jetzt wird's ein bisschen gefährlich für mich jetzt mit Windschatten. Okay, hier kommt eine Wand, da müssen wir hoch. Ja, einfach ganz hoch, ja. Und schafft der Dallas auch mal seinen First Try, sah ganz gut aus. Ja, die ist ja nicht schwer. Die ist halt einfach cool, die Map. Die ist nicht schwer, die ist cool. Ja. Okay, wieder ein Weitsprung, ja. Na gut, Weitsprung. Okay, scheinbar geht's mit dem XA wieder weiter. Okay, das war jetzt gar nicht so... Also war schon ziemlich knapp eben der Sprung. Immer noch alles first try. Super. Hier ist wieder sowas zum Auflegen. Mal gucken. Oh! Alter. Nein! Oh. Ey, ja, du! Es klappt! Jawoll! Ich kann weiterfahren! Ich bin auch noch! Was? Ich hab's noch geschafft! Ich bin einfach ein Stück rückwärts und wieder aufgefahren. Geil! Ich fahr immer noch. Es ist immer noch mein First Try, ich schwöre. Ja, okay. Alter, geil gemacht eben. Und das war's, Alter. First Try. Und ich glaube, das war's. Ja. Wird beendet? Da ist noch ein paar Punkte, aber ich glaube, das ist die Zielplattform, also. Alles First Try. Hey, du hättest mir gerade fast den letzten First Try versaut. Ja. Aber dass es noch trotzdem noch geklappt hat, macht es noch epischer. Ja. Ich habe so ein bisschen rumgewackelt, weil ich stand ja dann fest, also seitlich fest an dem Wallride dran, habe rumgewackelt. Dann ist er so ein bisschen vom Wallride weg, ist mit den Oberreifen aber wieder rangekippt. Dann bin ich angefahren und einfach an den Wallride ran, an den anderen, und dann hat es geklappt. Das war immer noch der First Try. Ja, coole Nummer. Sind wir drin, Mensch. Gut. Schöne Map. Ja, fand ich auch. Dann würde ich sagen, nochmal kurz ins Casino. Ja, müssen wir jetzt auch noch schaffen. Na klar. Letztes Mal konnte ich ja das Auto gewinnen. Gucken wir mal, wie es heute ist. So, da sind wir im Casino, Freunde. Und jetzt, hier bei mir steht kein Auto mehr, weil ich habe es gewonnen. Dementsprechend gucken wir mal, was ich jetzt kriege. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das Auto ziehe? Da kriege ich nichts, ne? Gut, also, bereit? Warte. Jo, ich bin bereit. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Let's go! Oh, RP habe ich bekommen. Ich auch. Und damit Rang erhöht. Eins am Auto vorbei. Ich habe meine Gesundheit erhöht. Achso, die 15.000 RP? Oder 50.000? Ja. Alter, ja, okay, das ist schon krass, ne? Ich habe die 15.000 RP. Gut, meine Lieben. Dann zahlen wir ganz kurz mal ein. Und jetzt haut ab. So, ich habe jetzt, wie viel auf dem Konto? Ich habe jetzt 2,29 Millionen. Ich wollte mir mal den Krieger kaufen. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe scheinbar 3 Turismo Rs. Ja, ich habe jetzt 840.000 ungefähr grob gerundet. Der Krieger, der kostet... Ja, Geld, Hosenknöpfe nehmen sie nicht. Wie viel kostet der denn? Wo ist der denn? Ich raste aus hier. Ja, der ist runtergesetzt gerade auf 1,7 Millionen. Jawoll! Oh, heute ist aber mein Glückstag, ey. Wir können den dir. Da wird er direkt mal gekauft, Alter. Wenn ich jetzt wüsste, wo Platz ist. Scheiße. Kacke, ist alles voll. Alles voll! Ja, Digga, der LG, der kann weg, Alter. Weg damit. Möchtest du das gespeicherte ersetzen? Ja, ist alles okay.
Ja, aber schon mal direkt ein Krieger, Mensch. Den kann ich dann demnächst mal auftun. Hab ja so eine halbe Mille übrig. Cool. Dann können wir den in Zukunft auch mal einsetzen. Für die Folge soll es gewesen sein, Freunde. Wenn euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen von diesem geilen Scheiß hier zu verpassen. Mit dem Besten der Besten, dem lieben Dennis, sind wir in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.